Du denkst, du machst alles richtig, wenn es um das Thema Anzüge geht? Mein Freund, wir alle machen da unsere Fehler. Wir Männer müssen bei den Anzügen einfach aufpassen, denn bei Anzügen können wir einfach wirklich große Fehler machen. Und genau über die spreche ich heute in diesem Video. Viele Männer denken, das gehört zum Anzug dazu, aber nein, Leute. Ich habe schon so oft Leute gesehen, die das falsch gemacht haben, sogar auf ihrer eigenen Hochzeit. Und zwar, die Nähte müssen aufgetrennt werden. Es gibt Nähte an den Anzügen, zum Beispiel an den Ärmeln oder hinten auch an den Schlitzen vom Sakko. Oder aber auch die Labels, die teilweise sogar noch an den Ärmel dran sind, die müssen definitiv aufgemacht werden. Falls der Verkäufer das nicht macht im Laden, machst du das allerspätestens zu Hause. Nicht, dass du hier irgendwie noch Nähte dran hast, denn das sieht alles andere als professionell aus. Einer der häufigsten Fehler, den Männer machen, ist, einen Anzug zu kaufen in der falschen Größe. Ihr müsst definitiv einen Anzug haben, der euch passt. Und die beste Größe ist die, die euch am ehesten passt. Und auch dann geht ihr noch zum Schneider hin und lasst den Anzug einfach noch mal ein bisschen abstimmen auf euren Körper, damit der Anzug schlussendlich auch perfekt, final, grandios sitzt. Ja, Leute, ich weiß, die Smartwatches, ja, wo du auch mit telefonieren kannst, was eintippen kannst, sind ja cool. Aber zu einem Anzug eine Smartwatch zu tragen, nee, mein Freund, absolutes No-Go. Wenn du einen eleganten, klassischen Anzug trägst, dann bitte trag keine Smartwatch, auch wenn die wirklich super viele gute Funktionen hat, sondern trag einfach eine schlichte, diene, elegante Uhr, die passend zum Anzug ist. Und das muss an dieser Stelle noch nicht mal eine teure Uhr sein, aber es soll einfach eine schöne, schlichte Uhr sein, wie zum Beispiel auch diese hier, die einfach gut zum Anzug passt. Denn so ein kleines Accessoire rundet diesen ganzen Look dann einfach nochmal ab. Wenn du mit einem Smoking zur Kommunion kommst, dann ist das definitiv der falsche Anzug. Und genau das ist auch ein Fehler, den viele Männer begehen. Und zwar einen falschen Anzug tragen zum falschen Anlass. Wenn es einen Dresscode gibt, ja, dann versuch dich an diesen Dresscode zu richten. Wenn du zum Beispiel zu einem Gala-Dinner eingeladen bist, dann kannst du unter Umständen auch Smoking tragen. Klar, aber da musst du einfach ein bisschen aufpassen. Ja? Überleg dir vorher, wo gehst du hin, was ist es für ein Anlass und dann wählst du dementsprechend den Anzug aus. Wenn es einen Dresscode gibt, richte dich an den Dresscode und sei dankbar dafür. Denn dann bist du nämlich immer genau richtig angezogen, wenn du dich an den Dresscode halt dementsprechend behältst. Ein Thema, was sowieso bei Männern generell ein bisschen schwieriger ist, ist das Thema Accessoires. Gerade wenn du Anzüge trägst, dann solltest du das mit den Accessoires nicht übertreiben. Auch wenn du vielleicht Biker bist, ja, und gerne viele Ringe und Ketten trägst, bei einem Anzug lässt du diese bitte beiseite. Die Accessoires, die beim Anzug funktionieren, sind zum Beispiel, wie ich eben schon gesagt habe, eine klassische, klinisch schlichte Uhr funktionieren. Oder die wichtigsten Accessoires sind zum Beispiel ein schönes Einstecktuch oder auch eine passende Krawatte, weil damit kannst du einfach den Anzug einfach ein bisschen aufwerten. Ein passendes Kartenetui zu deinem Anzug, wo du zum Beispiel deine Checkkarten, Visitenkarten oder was auch immer hinterlässt, ist auch vollkommen fein. Und im Sommer, ja, wenn die Sonne scheint, dann kannst du logischerweise auch eine Sonnenbrille aufsetzen. Aber das war's dann auch. Bitte bei Anzügen einfach ein bisschen weniger Accessoires verwenden, weil das kommt am Ende des Tages einfach ein bisschen besser. Falls du keine Lust hast, irgendwelche Fehler zu begehen, wenn es um das Thema Outfits geht, dann kann ich dir den Men's Style empfehlen. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und das sind die Grundregeln, die du einfach beherrschen musst, integriert. Und wenn du das durchgelesen hast, dann weißt du auf jeden Fall schon mal Bescheid und dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und gehst solche Fehler, die ich hier gerade im Video anspreche, definitiv nicht. Falls du Interesse hast, mit dem Gutscheincode DAHLENBOY20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book, kannst du dir einfach auf dein Handy runterladen und somit bist du schon ein Stückchen schlau. Sakko auf oder zu? Wie soll ich mein Sakko eigentlich tragen? Wenn du ein Einreiher-Sakko trägst, wie zum Beispiel ich hier, dann kannst du diesen ersten Knopf schließen, wenn du stehst. Wenn du dich hinsetzt, dann kannst du das Sakko komplett öffnen beim Hinsetzen. Aber bitte nicht beide Knöpfe schließen. Und wenn du einen Doppelreiher trägst, machst du am besten so, beim Doppelreiher lässt du den Doppelreiher immer geschlossen, denn dann bist du dementsprechend auf der sicheren Seite. Und Leute, ihr könnt es mir nicht glauben, ich habe sogar schon Tagesschausprecher gesehen, die das Ganze falsch machen. Also, wenn du einen Anzug trägst, dann solltest du definitiv wissen, wie du dein Jackett dementsprechend schließt oder halt öffnest. Wenn du einen Anzug trägst und ein Portemonnaie dabei hast, dann geht ein Klettverschluss-Portemonnaie von Eastpak wirklich gar nicht. So ein Stilbruch ist voll daneben. Oder auch so vollgestopfte Portemonnaies, lass da die Finger von weg. Ja? Wenn du ein Portemonnaie verwendest, dann versuch einfach so ein schönes, cleanes, schlichtes Portemonnaie zu verwenden, wo du vielleicht ein paar Visitenkarten unterkriegst oder vielleicht auch ein paar Scheine unterkriegst, aber bitte keine Klettverschluss-Portemonnaies, vollgestopfte Portemonnaies oder was einfach nicht zum Anzug passt. Und so ein kleines
kleines Portemonnaie bzw. Cardholder ist auch aus dem Grund perfekt, weil wenn du den halt dann in die Innentasche deines Anzuges reinsteckst, dann beult das Ganze nicht so doll aus. Kannst du dir vorstellen, wenn du so einen fetten Geldbeutel dabei hast, so ein fettes Portemonnaie vollgestopft bis oben hin, ja, wo willst du das denn verstauen in deinem Anzug? Da hast du dann irgendwie so eine Beule und das sieht halt gar nicht schön aus von der Silhouette her. Und kleiner Pro-Tipp an dieser Stelle, Leder wäre in diesem Sinne auf jeden Fall die richtige Wahl. Was gar nicht geht, sind folgende falsche Kombinationen. Erstens, Einstecktuch identisch zu Krawatte wählen. Zweitens, Einstecktuch passend und identisch zum Kleid deiner Begleitung wählen. Drittens, übertriebene Kombinationen mit Farbe und Muster. Viertens, Krawatte falsch wählen. Fünftens, altmodischer Knoten oder eine altmodische Krawatte wählen. All das solltet ihr nicht tun. Ihr solltet bestenfalls einfach eine harmonische Balance finden zwischen Einstecktuch und Krawatte. Und da, ja Leute, solltet ihr euch vielleicht beraten lassen, wenn ihr an dieser Stelle unsicher seid. Man kann natürlich auch Farben und Muster miteinander kombinieren, gar keine Frage, aber das ist eher eine Sache für Profis. Von daher wirklich ist eine Beratung an dieser Stelle gar nicht so blöd. Wenn du auf Kombinationen zurückgreifen möchtest mit Accessoires, dann würde ich dir empfehlen, auch auf hochwertige Stoffe zurückzugreifen, wie zum Beispiel Seide, Leinen oder Baumwolle. Das lässt das Ganze einfach wesentlich hochwertiger werden. Wenn du denkst, dass es ein Muss ist, einen Anzug mit einem Hemd und einer Krawatte zu tragen, dann kann ich dich jetzt beruhigen, mein Freund, das ist es nämlich nicht. Das ist nämlich ein Fehler, den viele Männer machen. Die denken halt, okay, ich kann diesen Anzug nur mit Krawatte und Hemd tragen. Nein, mein Freund, siehst du ja hier, ich trage ja auch einen Anzug mit Poloshirt. Also von daher, du musst das nicht machen. Du kannst auch einen Anzug ganz entspannt und lässig mit einem weißen T-Shirt und weißen Sneakern kombinieren. Leute, gar kein Problem, wir sind im 21. Jahrhundert. Das funktioniert und sieht auch noch richtig gut aus. Du hast zwei Anzüge, ja? Anzug 1 und Anzug 2. Und jetzt hast du die goldreiche Idee und denkst dir einfach, hey, das Jackett von Anzug 1 kombiniere ich jetzt einfach mal mit der Hose von Anzug 2. Nee, mein Freund. Das brauchst du gar nicht erst versuchen. Das funktioniert nämlich nicht. Versuch das auch gar nicht erst, ja? Wenn du einen Anzug trägst, dann trag ihn auch komplett als Anzug. Ausgeschlossen davon sind zum Beispiel Kombinationen. Wenn du zum Beispiel eine schöne Chino hast und die mit einem Jackett kombinieren möchtest, dann kannst du das natürlich machen. Aber versuche nicht, Anzug mit Anzug irgendwie zu kombinieren, weil das geht nämlich immer nach hinten los. Leute, wenn ich nach diesem Video irgendeinen von euch da draußen sehe, der noch ein Label hier am Anzug hat oder vielleicht noch seine Nähte geschlossen hat, Leute, ich verspreche euch, ich werde direkt auf euch losstürmen und euch die Nähte aufmachen. 100%. Also Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video ein bisschen weiterhelfen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Adieu, Monsieur.